Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und Leute, es wird spannend. Wir befinden uns jetzt wieder in der Hauptquest. Und zwar die letzte Abwägung. Finde Flavius. Und der müsste dort vorne, ja, in der Arena oder was es ist, drin sein. Ich bin gespannt. Aber ich würde sagen, machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Schauen wir da mal erstmal hier runterkommen. Ohne uns die Knochen zu brechen, würde ich sagen. So. So, wir rufen unser Pferdchen. Ich bin ja gespannt. Ich glaube, dass der echt gut bewacht wird. Oh Gott. Ja, probier's doch mal. Ist das eine Stadt oder was ist denn das? Wahnsinn. Ich hoffe nicht, dass es eine Festung ist. Dass wir dort nicht reinkommen. Neuer Ort. Kyrene. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon töten müssen. Da steckt nichts, aber. So, ich weiß, ist es jetzt eine Stadt? Ja, es scheint eine Art Stadt zu sein. Jetzt können wir uns ja normalerweise hier frei bewegen. Arena. Oh, wow, wow. Wir müssen in die Arena, glaube ich, hier rein, oder? Na komm, wir gehen einfach mal hier hoch. Wollen wir hier mal rumrennen? Warte, wir rufen mal Senu. Muss hier irgendwo sein. Da hinten ist er. Gefunden hätten wir schon. Diokles kann in der Agora in Kyrene gefunden werden. Okay. Es wird eben noch nicht Flavius sein, denke ich. Ich denke mir, der wird mir Hinweise auf Flavius geben. Was machen die denn hier? Kreistanzen oder was? Da hinten steht er schon. Sieht alles sehr, sehr griechisch aus. Finde ich krass, was die Griechen hier sich in Ägypten ausbreiten. Naja, ist schon griechisch. Alles klar. Schauen wir doch mal, was er zu erzählen hat, der Gute. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagret zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Schauen wir doch mal, was für Informationen der Gute hat. Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen.
Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Okay, Leute. Flavius in der Akropolis. Finde und eliminiere Flavius. Alles klar. Wir brauchen kein Credo, keine Ideologie. Wir lauern nicht im Schatten. Wird natürlich sehr, sehr stark bewacht sein. Okay, wie schaut's hier aus? Sind natürlich überall Wachen, ist klar. Aber wenn wir von hier reinkommen, von da oben, müsste es doch eigentlich, also von der Seite reingehen, müssten es eigentlich schaffen. Dabei muss ich aber komplett außen rum jetzt. Aber ich glaube, das wäre der kürzeste Weg. Das wäre der kürzeste Weg dort rein. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Gehen wir hier außen rum. Riesige Mauern, na, der ist gut bewacht. Der Kerl. Vielleicht können wir den ja auch irgendwie vergiften oder so. Ist dort oben ein Aussichtspunkt? Ne. Fast so ausgesehen. Okay. Wenn wir hier rüberkommen würden, das wäre natürlich. Okay, sind zwar auch ein Haufen Kämpfer, aber ich glaube, dass hier der beste Weg wäre. Boah, leck. Alter Schwede, was ist hier los? Ich glaube, das wird heftig werden. Ich will eigentlich. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Nicht so auffallen. Dann haben wir nämlich alle am Arsch. Das will ich eigentlich vermeiden. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wären wir eigentlich hier oben? Okay. Montis Baruit. Naja, sollst du hochgehen, komm. Und der doch zwei Stufen über mir. Deswegen wollte ich eben eher mindestens Stufe 34, wenn ich hier reingehe.
Okay. Der unten wäre noch nice. Kriege ich den mit dem Bogen? Okay, den können wir ausschalten mit dem Bogen. Oh, da hinten sind auch schon wieder so viele. Ich denke mal, dass wir hier immer ein bisschen was finden werden zum Munition auffüllen. Hoffe ich mal, weil meistens ist es doch hier in den kleinen Häuschen. Ja, genau, da haben wir schon. So, da ist einer. Kriegen wir den von hier? Okay, den kriegen wir sogar. Okay, jetzt haben sie den da unten natürlich gefunden. Okay, den müsste ich noch ausschalten. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Hier ist noch einer, der kommt hier aber normalerweise. Okay, der kommt hier auch rein. Scheiße. Okay, wir müssen noch, so viele Pfeile haben wir nicht mehr. Schauen wir nochmal hier rüber, ob wir hier nochmal auffüllen können. Ah, ich kann mir eben nicht auffüllen, scheiße. Dann schauen wir hier rüber. Runtergehen. So, ich würde jetzt gerne mal probieren, dass wir dort drüber kommen. Hier steht einer, okay. Den einen könnten wir eigentlich... Ist das schon wieder eine Patt? Huh.
Okay, das war knapp, aber läuft doch, würde ich sagen. So, jetzt müsste hier eigentlich sauber sein. Können wir jetzt anloggen? Wenn man hier rüber, wo der steht, ja. Im Tempel drin. Okay, das wäre jetzt noch der einzige hier. Den müssten wir eigentlich kriegen. Okay, wie komme ich denn da rein? Ah, okay. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer? Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott!
bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns! Nichts als Tricks! Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel! Dein Magi-Freund Hepzibah hatte auch so eine Stadt. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei! Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Meine Macht. Mein Potenzial. Spürst du das nicht? Oh, wow, 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 wow. Der ist nicht leicht. Aber okay, den kriegen wir, glaube ich. Müsste zu schaffen sein. Hier wollen wir das doch nicht wieder alles neu machen müssen, weil sonst kriege ich einen Vogel hier. Ich hoffe nicht, dass wir alles neu machen müssen jetzt. Okay. Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Wo ist er? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns! Doch du wähltest Sklaverei. Nichts als Tricks! Verkriecht sich in einem Tempel! Dein Magi-Freund Hepzibah hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei! Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Meine Macht. Mein Potenzial. Spürst du das nicht? Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht. Gah!
seinem Sohn das Jenseits verwehrt! Ich schneide dir das Herz aus! Du bist kein Gott! Du bist nicht mal ein Mann! Der Duat gerichtet! Oh, was mach ich denn? Boah. Ah, ist ein Penner. Boah, alter Schwede! Boah. Er war ein Kind, Flavius! Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt! Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papa. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Remus Kaar Ruhe gefunden hat. Okay, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut. War echt ein harter Kampf, aber ich habe ihn richtig cool gefunden, den Kampf. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So Leute, dann würde ich sagen, sprechen wir in Alexandria mit Aya. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.